Willkommen, meine Lieben! Und heute machen wir uns einen sehr leckeren Frikadellen-Gemüseauflauf. Und die Zutaten für heute lauten 600 Gramm Aubergine, 600 Gramm Kartoffeln, 300 Gramm kleine Tomaten, also Cocktailtomaten, zwei Paprika, zwei kleine Zwiebeln, eine Chilischote, zwei Knoblauchzehe. Ein halber Bund glatte Petersilien, ein Ei, ein Esslöffel Tomatenmark, ein Esslöffel Paprikamark, 400 Milliliter Wasser, 200 Gramm Paniermehl, 500 Gramm Hackfleisch, dann Gewürze, die ich genommen habe, sind Salz, Pfeffer, Paprika, Kurkuma, etwas Öl und etwas Reis als Beilage. So, das sind jetzt die Zutaten im Überblick und jetzt fangen wir an. Here we go. Zuallererst natürlich alles waschen und dann halt die Petersilie klein schnippeln. Also fein hacken. Ich schneide die Zwiebeln in kleine Würfel, aber ihr könnt sie natürlich auch fein reimen. Tiefes Gefäß nehmen, das Fleisch rein, die Zwiebeln, die Petersilie, Paniermehl, ein ganzes Ei, Gewürze wie Paprika, Salz, Pfeffer, die Knoblauchzehe. Ein Esslöffel Olivenöl. Ich habe dann noch einen Teelöffel Chili und ein Teelöffel Knoblauchöl hinzugefügt. Aber ihr könnt einfach zwei Esslöffel Olivenöl oder halt auch Sonnenblumenöl nehmen oder Rapsöl, wie ihr möchtet. Und alles schön verrühren. Am besten Handschuhe anziehen und dann schön mit den Händen das so lange durchkneten, dass es schön miteinander vermengt wurde. Die rohen Kartoffeln in dünnen Scheiben schneiden. Die Auberginen auch in dünnen Scheiben schneiden. Die kleinen Tomaten einfach in der Mitte halbieren. Kernten und gewaschenen Paprikas in Streifen schneiden. Das Hackfleischgemisch in schönen kleinen Buletten geformt. Die Auberginescheiben in ein tiefes Gefäß tun und mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl marinieren und umrühren. So, dann nehmen wir uns mal die Auflaufform und können schön die Zutaten nebeneinander stellen. Und so schaut es aus. Jetzt die Paprikastreifen dazwischen machen. Als Beilage habe ich Reis genommen, also denkt daran bitte auch euer Reis zu kochen. Die halbierten Tomaten jetzt auch auf die Auflaufform schön verteilen. Es sieht optisch sehr gut aus und es schmeckt auch echt super. Und ab in den Backofen bei 200 Grad für 30 Minuten. Und in der Zwischenzeit machen wir mal die Soße am Herd. Here we go. Es sind Paprikastreifen übrig geblieben und die schneide ich jetzt schön klein. Und das mache ich auch natürlich mit den übrig gebliebenen Tomaten. Die Chilischote wird klein gehackt. Die Pfanne mittelmäßig erhitzen, dann etwas Olivenöl rein, den Esslöffel Tomatenmark und den Esslöffel Paprikamark hinzufügen, die zweite Knoblauchzehe dazu und anrösten. Dann können wir natürlich den Resteteller hinzufügen, also die Tomaten, Paprika und die Chilischote. Das habe ich auf Stufe 7 gemacht und jetzt kommen die 400 Milliliter Wasser hinzu. Alles schön umrühren und etwas aufkochen lassen. Wir würzen auch die Soße mit etwas Pfeffer, Salz, Paprikapulver und Kokuma. Ich habe noch Tiefkühlkräuter hinzugefügt. So, nach der halben Stunde habe ich die Auflaufform rausgenommen und mache die Soße darüber gießen. Und dann machen wir den Auflauf nochmal schön für 20 Minuten in dem Backofen. So, das Essen ist jetzt fertig. Es sieht erstmal viel nach Flüssigkeit aus, aber die Kartoffeln saugen sehr viel auf. Also von daher kann ich nur sagen, dass es super passt und mit der Beilage Reis. Schmeckt es echt super. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal.